Ein dröhnender Schornstein und Sekunden später Züge stürzen aus den Hallen, andere donnern herein. Hauptbahnhof Frankfurt. Hier verläuft eine Hauptschlagader Europas. Von hier erhält der Schienenstrang Impulse, die durch den Kontinent tragen. 38,5 Millionen Mark aus der preußischen Staatskasse schufen eine Anlage, die einst die Krönung der Verkehrsmittel in Deutschland darstellte. Wer heute einen Vergleich mit anderen Schienenknotenpunkten sucht, muss schon Mailand oder Rom Stazione Termini heranziehen. Auf engstem Raum bewegt sich eine mittelgroße Stadt. Das Gewühl von 70.000 Zufallsreisenden, die ihren Anschluss suchen, wird von 80.000 Pendlern durchkreuzt, die zielsicher ein und demselben Bahnsteig zustreben. Und das an einem Tag. Zwei- bis dreimal so viele Reisende sind heute hier im Bahnhof auf zwei Ebenen unterwegs. Aber die Zahl der Züge hat nicht entsprechend zugenommen, nur um gut 50%. Voller und länger sind sie heute eben. Das alte Gemäuer ist zwar das gleiche geblieben, aber die kleinen Augen oben in der Kuppel zeugen von der videoüberwachten Zeit. Damals ruhten noch die strengen Blicke der Bahnsteigschaffner auf den Reisenden. Ich erinnere mich noch genau, welchen Respekt ich ihnen entgegenbrachte und wie froh ich war, als sie verschwanden und man ohne Sperre und Schalterhäuschen ganz einfach frei auf den Bahnsteig laufen konnte. Viel hat sich verändert seit jenen Tagen im Januar 62, als der Film entstand, so auch die Faszination für Geschwindigkeit, Technik und Zahlen. Wenn es damals hieß, Züge stürzen hinein und andere donnern heraus, da blickt die ICE-erfahrene Reisende doch lächelnd zurück. Auch in diesem Sinne sind die alten Filme eine Fundgrube. Der Zug wird heute nicht in Gleis 12, sondern in Gleis 11 einfahren. Die Transeuropa-Expresszüge Saphir, Helvetia und Rhein-Main nach Ostende, Zürich und Amsterdam beginnen ihren Lauf in Frankfurt. Ein Dutzend andere macht hier Station. Weit vor München steht der Haupt- und Personenbahnhof am Main mit täglich 1250 Reisezügen an der Spitze aller deutschen Bahnhöfe. Ein Meisterwerk der Organisation, von dem 1948 noch keiner zu träumen wagte. Rechenschieber und viel Fantasie haben einmal eine Höchstbelastbarkeit von 1200 Zügen ermittelt. In jenen Jahren eine utopische Zahl. Der Nahschnellverkehr vor 6 Jahren ließ die Zahl der Züge zu einer Flut anschwellen, die wohl von der Technik, nicht aber von Fahrplantafeln bewältigt wurde. Heute gibt's automatische Fahrplantafeln und einen Infopoint. Die große Uhr ist, gut sichtbar in der Mitte des Bahnhofs, Treffpunkt für Reisende und Abholer. An der Infotheke geben Bahnmitarbeiter Auskünfte. Besonders bei Fahrplanänderungen und Verspätungen eine beliebte Anlaufstelle. Die offene Gestaltung der Schalterhalle soll den Kundenkontakt verbessern. Auch Kurzreisen können gebucht, Autos gemietet und in der darüberliegenden Ruhezone angenehm die Zeit vertrieben werden. Doch in den Genuss kommt nur, wer eine Karte hat. Wer erste Klasse reist, dem bietet die Bahn rote Sessel, Konferenzecken und Laptop-Anschlüsse. Beiden Klassen gemeinsam die Bar, von der aus man das Treiben auf den Bahnsteigen beobachten kann. Einziger Nachteil, große Zugabfahrtstafeln gibt's nur draußen. Auskunft über Ankunfts- und Abfahrtszeiten bekommt heute nur, wer Zeit für ein kompliziertes Zahlen- und Buchstabensystem mitbringt. Züge in den Taunus und nach Paris sind hier Nachbarn. Einzig die Nomenklatur stellt die Rangordnung wieder her. In der Schalterhalle des Frankfurter Hauptbahnhofs bewältigte zum ersten Mal eine Serie von Fahrkartendruckern jährlich 5,5 Millionen Fahrkarten. Täglich 15.000 gedruckte und ausgeschriebene Fahrkarten fordern den einzelnen Verkäufer zu Spitzenleistungen heraus. Wer Millionen Mark durch diese Öffnung entgegennimmt, arbeitet mit der Konzentration eines Hauptbuchhalters. König aber ist der Zeiger, der unzählige Menschen auf 24 Bahnsteige dirigiert. Kennen Sie den Sprecher noch? Hans-Helmut Siebert war jahrzehntelang eine bekannte Stimme des HR. Hier wird nichts entbehrt, was Menschen brauchen. Nur Zeit ist knapp. Und sie diktiert den Rhythmus. Abfahrt 14.14 Uhr fährt heute von Gleis 21 ab.
Der Zug wird soeben in Gleis Kontrast im Übermaß sind Blumen, die in so großer Zahl den schnellsten Reisenden hemmen. Heute wie damals verführen die Blumen zum Einhalten, hemmen den Reisenden, wie es damals so schön hieß. Aber jetzt sogar gibt es einen Laden mitten im Eingangsbereich. Herr Hanisch, Sie sind schon seit 56 sogar hier und sind mehrfach umgezogen. Ja, in den letzten 44 Jahren sind wir 4 bis 5 Mal total umgezogen. Und auch jetzt sitzen wir wieder auf gepackten Koffern. Hier soll ja ein ganz großer Umbau erfolgen. Was gab es damals für Vorlieben? Waren das die gleichen Blumen, die man kaufte wie heute? Nein, ich glaube, die Tendenz ist ganz anders heute. Damals waren Nelken ganz groß in Iris, Nelken, rosa Nelken und blaue Iris. Das war hier der Renner. Es hat sich vollkommen geändert. Die Rose ist jetzt die Blume, auch im Winter. Vor allem durch unsere Importe aus allen Ländern, wo die Sonne scheint. Auch schon seit über 40 Jahren im Bahnhof Süßwaren Schulz. Früher ohne Klimaanlage und mit bescheidenerem Sortiment. Kurz nach dem Krieg 1956, da gab es also nur Kleinigkeiten. Es gab also Spezialartikel für Schokolade, kleine Mengen Pralinen und Kaugummi. Und zur damaligen Zeit haben wir ja unsere deutschen Produkte gehabt. Und heute aus England und Schweiz und Belgien, all diese Produkte. Und die werden heute verlangt und zum größten Teil heute von Touristen, die damalige Zeit noch hier nicht waren. Heute ist der Bahnhof nicht mehr nur Reise-, sondern auch Kommunikations- und Einkaufszentrum. Hier wird nichts entbehrt, was Menschen brauchen, hieß es in dem alten Kommentar. Dies gilt auch heute noch. Ja, die Warenpalette ist wesentlich vielseitiger. Eine kulinarische Weltreise ist hier möglich. Gesundes und vitaminreiches für Farbenfrohe wird geboten. Der exklusive Gaumen kann auf seine Kosten kommen. Und auch der alltägliche kleine Hunger des schnellen Pendlers kann mit Althergebrachtem gestillt werden. Auch wenn heute im Bahnhof viel los ist, gegen früheren Weihnachtsverkehr ist das gar nichts. Wir hatten natürlich im Personenverkehr jede Menge Zusatzzüge eingesetzt für unsere Gastarbeiter. Es waren im Schwerpunkt Gastarbeiter aus Griechenland, aus Italien und natürlich auch aus dem frühen Jugoslawien. Und da ging es besonders heiß her. Die Gastarbeiter waren sehr zeitig hier im Bahnhof und wir haben die dann nach den Zügen in Sammelplätzen entsprechend aufgestellt und hatten tausende von Gastarbeitern hier auf dem Querbahnsteig. Und da war es nun schon so, dass das Handgepäck ein bisschen größer ausgefallen ist. Ein Fernseher oder auch mal ein Kühlschrank als Handgepäck war da nicht sehr selten. Und dementsprechend sah es auch dann in den Zügen sehr eng aus, in den Abteilen. Helmut Ettingshausen war auch schon damals da. Über 40 Jahre hat er im Bahnhof gearbeitet. Er erinnert sich an eine andere Begebenheit aus Zeiten des Eisernen Vorhangs. Unter anderem habe ich mal ein Erlebnis gehabt. Mit einem Schnellzug aus Warschau sind Reisende zu mir gekommen und haben gesagt, im Wagen klopft es. Bin ich hin und habe mich überzeugt, es hat geklopft. Habe ich einen Wagenmeister beigeholt, haben dann eine Klappe geöffnet. Die große ging nicht auf, klein, und hat ein junger Pole auf dem Rücken und dem Dach gelegen. Ja, jetzt raus konnten wir nicht holen. Ich hatte zufällig eine Tafel Schokolade einstecken. Habe ich ihm die Tafel Schokolade gegeben. Er hat ja mindestens 20 Stunden da drin gelegen, wenn nicht noch länger. Dann haben wir den Wagen ausgesetzt, nach Gleis 1a, die Feuerwehr bestellt, Rote Kreuz. Und die Feuerwehr hat dann die Decke aufgeschlagen und haben wir den rausgeholt. Und da hat er uns erzählt, also ich hatte eine Passantin, eine Reisende noch, die Polnisch konnte, dass er von Breslau ist und ist nach Warschau und wollte hier nach Bad Homburg. Der ein Onkel. Wehmütig wird er, wenn er das verwaiste Häuschen sieht. 10 Jahre war er Aufsichtsbeamter am Bahnsteig. Heute überwachen Videokameras das Geschehen am Bahnhof. Über Notrufsäulen kann man seine Beschwerde loswerden oder eine Auskunft erbitten. Auch im Zugleitsystem hat sich viel getan. Nicht weit vom Bahnhof entfernt sitzt seit 5 Jahren die Netzleitzentrale. Von hier aus werden bundesweit die Züge koordiniert, bei Verspätungen neue Zeiten ausgearbeitet. Seit 3 Jahren ist auch die regionale Betriebszentrale umgezogen. Bald hat das alte Stellwerk ausgedient. Ankunft 16:04 Uhr.
Der Zug fährt um 16.14 Uhr. Das Spiel der Zahlen muss auch bewältigt werden, wenn die kleinste Verspätung den Organismus zu sprengen droht. So entstand das modernste Zentralstellwerk Europas. Ein Zug, der in 13 Stunden Belgrad und 5 Stunden später Athen erreichen soll, wird hier zur Ziffer unter Ziffern. Eine lautlose Technik überwacht und lenkt Züge, die für die Männer an den Pulten nur von Lämpchen zu Lämpchen existieren. Mit Hochkonzentration überwachen 16 Köpfe die Gleisbilder, sich selbst und die anderen. Sie spielen sich über Signal und Lautsprecher die Züge wie Bälle zu, die nach einem letzten Knopfdruck durch eine Fahrstraße von 30 zugleich betätigten Weichen in den Bahnhof rollen. Die Gleise, die sich in einem Halbmesser von 8 Kilometern um den Bahnhof erstrecken, verschlingen sich zu den kompliziertesten Eisenbahnknoten der Welt. Um täglich 2000 Züge aller Art auf die Minute genau durchzuschleusen, waren 15.000 Relais nötig. Zahlen, die dieses Wunderwerk zum Pilgerort unzähliger ausländischer Expertengruppen machten. Bald werden hier nur noch Computer stehen. Eilige Rangieraufträge, die über Rohrpost in den Kommandoturm gelangen, werden mit Sprechfunk an die Rangiergruppen weitergegeben. Rangierlok Limburg, bitte melden. Hier, Rangierlok Limburg. Sie fahren von Gleis 23 nach Gleis 135. 3 Wagen 424, 53 aufnehmen. Sie fahren von Gleis 23 nach Gleis 135. Drei Wagen. Im Dschungel der 750 Weichen kreuzen 7 Rangierloks die ein- und auslaufenden Züge. Höchstanforderungen, die an die Reaktionsfähigkeit des Lokführers, des Obermeisters und der 4 Rangierer gestellt werden. Jahrelanges Vertrautsein mit den örtlichen Verhältnissen, gewöhnt an Gefahren, die auf Schritt und Tritt lauern. Fast wie ein Spielfilm ist dieser Teil des Films gedreht. Auch heute noch gibt es viele Rangierfahrten, 6.000 pro Tag. 100-mal wird in einer Schicht gekuppelt. 100-mal bedrohen die Puffer Menschenleben. In den 4.500 Rangierfahrten eines Tages verflüchtigt sich das Bewusstsein von der Gefährlichkeit der Arbeit. Wer unzählige Leerparks in den Bahnhof zu drücken hat, der achtet nicht auf Schienen, die unter dem Trittbrett dahinflitzen. Nicht jeder Zug, der in den Bahnhof geschoben wird, ist ein Leerpark. Leer, geisterhaft leer, ist nur der Führerstand der schweren Diesellokomotive. Und dennoch ist sie es, die den Zug schiebt. Gesteuert wird sie am anderen Ende, am Kopf des Zuges. Dieser kopfgesteuerte Eilzug aus Köln hat auf seiner Fahrt 4-mal Kopf gemacht. Das heißt, 4-mal in Kopfbahnhöfen seine Fahrtrichtung mit der gleichen Lok gewechselt. Sicherheitsvorrichtungen modernster Konstruktion verhindern, dass Züge über den Prellbock hinaus, wie anno 1901, in den Wartesaal fahren. Aus dem Kopfbahnhof einen Durchgangsbahnhof zu machen, wäre ein Unterfangen von 1 Milliarde Mark. Der älteste zentrale Kopfbahnhof Deutschlands. Doch schon seit den 20er Jahren wird hier immer wieder über eine Untertunnelung nachgedacht. 1969 war erstmals damit begonnen worden für die S-Bahn. Die erste S-Bahn ging 78 in Betrieb. Von weiteren Tunnelarbeiten wurde aber Abstand genommen. Die Kosten für ein solches Projekt würden jedes Budget sprengen. Mit weitaus geringeren Mitteln, aber dennoch einigen Millionen Mark, entsteht dafür zurzeit unter dem Querbahnsteig die größte Expressgutabfertigung Deutschlands. In Tag- und Nachtarbeit schieben sich Planierraupen und Bagger abschnittsweise vorwärts. Wie in örtlicher Narkose erneuert der große Organismus seine Zellen, ohne eine Funktion einzubüßen. Hier unten wird Ende 1962 eine mechanische Sortieranlage mit Transportbändern in einer Länge von 300 Metern Umschlagzeiten verkürzen und Personal einsparen. Von dem, was damals als Wunder der Technik gepriesen wurde, ist heute nichts mehr zu ahnen. Rolltreppenteile werden gewartet, Räumlichkeiten als Lagerstätte genutzt. Von der Sortiermaschine ist nichts mehr zu sehen. Geisterhaft leer sind die Gänge.
Immer wieder findet man Zeugen vergangener Zeit. Alte Postleitzahlen für die Expressgutabfertigung, Sortierkästen, Aufkleber und Plakate. Gepäck- und Expressgutversand sind seit Mai 95 eingestellt. Die Gepäckaufbewahrung ist noch ein Relikt aus alter Zeit. Nur bei Messen ist hier etwas los. Im Labyrinth der kilometerlangen Gänge besorgen Schlepper und ein halbes tausend Wägelchen, was später der Automatik zufällt. Frankfurt, im Mittelpunkt eines Gebietes von besonders hoher Versandintensität, reagierte schon 1955. Damals waren noch nicht wie heute 15 Millionen Stück Gepäck und Expressgut unterzubringen. Meter Fließband schienen für ein Dutzend Wagen genug. Inzwischen hat das tägliche Gewichtsmaß eine halbe Million Kilogramm erreicht. Allein die verschickten Autoersatzteile eines Tages würden montiert einen beachtlichen Wagenpark ergeben. Ein nie versiegender Frachtstrom ergießt sich in die Keller und pausenlos wandern Frachtbriefe durch Kunstglaskanäle an die Kasse. Die Kleinstadt am Schienenstrang hat einen gesunden Appetit. In den Kellern liegen Versorgungsbetriebe, in die nie das Tageslicht fällt. 3.500 Würste müssen täglich in die Gaststätten und Speisewagen. Konditorei und Großbäckerei liefern vom Baumkuchen bis zum Teegebäck alle gewünschten Backwaren. In 24 Stunden gelangen nicht nur 18 Hektoliter Bier, sondern auch 2.500 belegte Brötchen auf die Bahnsteige und in die Züge. In unmittelbarer Nachbarschaft des Versorgungszentrums rollen ununterbrochen die Karren der beiden Bahnhofspostämter. Jeder Postsack, der Frankfurt verlässt, wandert durch Gänge, die in den Spitzenzeiten von Hunderten von Postkarren verstopft sind. Heute könnte man hier Krimis drehen. Seit 96 ist nichts mehr los. Riesige Katakomben verrotten. Vom damaligen Betrieb keine Spur. Sie haben als Postjungbote 1958 hier begonnen. Wie war das? Ja, das ist richtig. Ich konnte es mir gar nicht vorstellen, dass es unter dem Frankfurter Hauptbahnhof solche Katakomben gab, in denen Menschen gearbeitet haben. Und in der Tat, das war wirklich so. Hier war der postalische Nabel der Bundesrepublik. Alle Brief- und Paketsendungen aus dem Fernbereich wurden hier umgearbeitet, wurden hier umgeschlagen. Und zwar unter dem Frankfurter Hauptbahnhof. Wie war das von der Stimmung her, von der Arbeitssituation? War ein sehr schwieriger Arbeitsplatz, weil es also auch sehr eng zuging. Es war, gab natürlich keinerlei Belüftungsanlagen oder Klimaanlagen ganz und gar. Es war eine sehr gefährliche Arbeit, die hier unter Tage geleistet wurde, auch im Postbereich. Und wir haben in Spitzenzeiten weit über 1000 Menschen rund um die Uhr gearbeitet und haben praktisch den Postverkehr aufrechterhalten. Man hatte das auch so eingeteilt, dass man die Menschen, die hier gearbeitet haben, angewiesen hat, beispielsweise seine Arbeit in der Fliegerstelle aufzunehmen oder im Schützengraben oder im Zirkus oder in der kleinen oder in der großen Schlunz. Nach dem Krieg war das so Schlagwort, also man wollte wieder richtig zur Sache gehen und das ist einem mit diesen Namen auch gelungen. Es war eine tolle Stimmung auch damals schon hier bei den Menschen, die hier gearbeitet haben. Heute sortieren hochautomatische Anlagen eine halbe Million Briefe und Pakete pro Stunde. Am Wochenende wird die Post noch teilweise per Bahn, ansonsten nur mit LKW und Flugzeug transportiert. Die Arbeit im Postwaggon lebt in der Erinnerung weiter. Meine Tätigkeit war also für 37 Jahre in solch einem Bahnpostwagen. Meine letzte Reise, meine letzte Tour war 1996 im Dezember. Und zwar bin ich da nach Basel gefahren.
und seitdem befinde ich mich im Ruhestand. Der Bahnpostdienst in Deutschland ging 1997 im Mai zu Ende und bis dahin hat er ungefähr 150 Jahre in Deutschland bestanden und ging immer einher mit der Eisenbahn. Also jeweils bei jeder kleinsten neuen Strecke, die konzipiert und gebaut wurde, war auch sofort immer die Post mit ihren Postfahrzeugen auf dieser Strecke. Die Tätigkeit war also durchaus als sehr schwer zu bezeichnen, denn wir arbeiteten fast ausschließlich nur in der Nacht. Ich stehe auch, sage ich mal, stellvertretend für Tausende von meinen Kollegen, die also auch diesen selben Dienst getan haben wie ich. Und wir lebten im Grunde genommen gegen die Uhr. Wir schliefen gegen die Uhr und aßen auch gegen die Uhr. Wer aus dem Zwielicht der Gewölbe mit einem der 70 Lastenaufzüge auf den Bahnhof will, landet zwischen den Schienenwegen. Post- und Expressgutabwicklung teilen sich Tiefbahnsteige, deren gefährliche Enge noch aus einer Zeit rührt, da Züge mit 88 Passagieren fast schon für überfüllt galten. Ein Blick ins Gestänge von 1888 enthüllt Löwenkopf und Gusseisenkapitel. An gleicher Stelle und in gleicher Weise wie vor 84 Jahren werden heute noch Oberwagenlaternen entzündet. Während Schlüssel und grüner Lichtkranz die Kelle schon vor 2 Jahren abgelöst haben. Rationelles Denken und ehrwürdige Tradition liegen in ständiger Fehde. Eierkohlen und Kanonenöfchen der Postwaggons liefern einen fast romantischen Beitrag zur großen Rauchwolke, der man 1957 den Kampf ansagte. Damals wurden 9 Dampfrangierloks durch 7 Dieselmaschinen ersetzt. Hauptärgernis aber war die Konzentration an Dampflokomotiven in den Flutstunden des Berufsverkehrs, verstärkt durch Dunst- und Nebelfelder, die über dem Bahnhof lagen. Aus dreckiger Realität ist romantische Nostalgie geworden. Der Verein Historische Eisenbahn Frankfurt hat noch 2 Dampflokomotiven und fährt auch regelmäßig noch mit ihnen. Aber vor dem Vergnügen steht auch heute noch die Arbeit, Herr Mühleisen. Ja, die Arbeit, die besteht darin, dass man die Lokomotive warten muss. Das heißt, die etwa 200 Abschmierstellen mit Öl versorgen, teilweise mit Fett, dass man die Lokomotive anheizen muss. Natürlich ist es dazu vorher ausgeschlackt, Kohle ist geladen, Wasser ist getankt. Das Anheizen selbst dauert etwa 10 Stunden, es sind 10.000 Liter Wasser im Kessel, die muss man zum Kochen bringen, um Dampf erzeugen zu können. Wir heizen die Lokomotive generell eigentlich immer einen Tag vorher an, vor dem Fahrtag, und lassen den Kessel langsam sich ausdehnen und über Nacht die Lok natürlich dann unter Feuer. 70 aktive Mitglieder hat der Verein. Mittwochs ab 17 Uhr wird repariert, geschraubt und geputzt. Samstags der Sonntagsausflug vorbereitet. Ich habe als Referendar bei der Deutschen Bundesbahn Lokfahrdienst gemacht und hatte noch das Glück, diese Traktionsart zu erfahren. Habe die Prüfung damals sogar als letzter auf der Dampflok gemacht, im Jahre 77. Der besondere Reiz liegt eigentlich darin, dass man hier die Elemente Feuer, Wasser, Dampf spürt, dass man aus der Kohle direkt die Zugkraft entfacht. Und das kann man bei der E-Lok oder bei der Diesel-Lok nicht so sehr sehen. Die ganze Technik, die Mechanik. Mit ihren Wochenendfahrten versuchen sie, das für den Betrieb nötige Geld einzufahren. Eine Dampflok muss alle 7 Jahre zur Inspektion. Die kosten 300.000 Euro. Wenn sie nicht auf den Gleisen der Frankfurter Hafenbahn unterwegs ist, dann hüllt sie den Odenwald oder den Taunus in eine romantische Dampfwolke. Immer wieder sind Dampflokfahrten ein besonderes Erlebnis für Groß und Klein. Dass die Nostalgiepflege auch anstrengend ist, das stört wohl niemand. Die Kohle übrigens kommt aus Polen. Die 9 Tonnen Kohle, die eine Lokomotive fasst, werden nur zu 10% in Leistung umgewandelt. Der Rest liegt in fein verteilter Form auf den Zügen. Und nicht immer hüllt schneeweißer Dampf Dreck und Ruß in eine gnädige Wolke. Die 400 Mann des Bahnbetriebswerkes kämpfen in der Hauptsache mit dem Ruß.
120 Italiener, Spanier und Marokkaner sehen Züge, die sie waschen, bereits in 14 Tagen wieder. Mit der gleichen Patina, als hätten Lauge und Besen sie nie berührt. Vor 2 Jahren wurde diese ICE-Waschstraße eingeweiht. 15 Millionen Euro war der Bahn die Hightech-Anlage für ihr Prunkstück wert. Geduscht wird nachts, 1,50 Euro kostet es pro Zug, 30 können pro Schicht auf Hochglanz poliert werden. Ein undankbares Geschäft aus der Bodenperspektive, das nur vom Weichenreinigen übertroffen wird. 24 Mann mit einem Sicherungsposten sind ständig auf den Schwellen unterwegs. Über Sprechfunk räumt das Stellwerk ihnen minimale Fristen ein, denn schon Sekunden später passieren D-Züge die gleiche Stelle. Unausdenkbar, wenn auch nur ein Rädchen im Getriebe versagt. Alle Haupteingangsweichen sind elektrisch geheizt. In den Frostperioden vom Flammenwerfer also unabhängig. Schon hat die Elektrizität den Dampf überrundet. Die letzte Dampflok, die in Deutschland gebaut wurde, hat vor Jahresfrist eine Fahrt angetreten, die unweigerlich 1970 endet. Vor 4 Jahren noch ein fantastischer Termin. Damals standen 90% aller Zugmaschinen unter Dampf, auch in Frankfurt. Deutschlands belebtester Schienenknotenpunkt wird steigende Anforderungen auf die Dauer nur erfüllen können, wenn selbst die moderne Dampflok der 5.0-Serie zum alten Eisen gehört und auf der Drehbühne nur noch elektrische Triebfahrzeuge bewegt werden. In jede Elektrolok müssen 600.000 Mark mehr als in eine Dampflok investiert werden. Aber wenn die Zugfolge im Frankfurter Hauptbahnhof noch erhöht werden soll, müssen sich die 300 Tonnen eines Personenzuges schon nach 1.300 Metern im 90-Stunden-Kilometer-Tempo bewegen. Ein Himmel voller Drähte gewährleistet, dass Europas Hauptstädte von Frankfurt aus in Stundenfristen erreicht werden können. 150.000 Menschen möchten jeden Tag noch sicherer, noch bequemer, noch schneller die Hallen verlassen. Frankfurt Hauptbahnhof. Ein Knotenpunkt der Schienen, der mit den letzten Dampfwolken ins Raketenzeitalter hineinreicht. Wenn wir heute mit Raketen zum Mond fahren können, kommt immer mal wieder auch eine Dampflok hier in den Frankfurter Hauptbahnhof.